Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Imperator Rome. Mit Rom. Mit Syrakus meinte ich, nicht mit Rom. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere Hauptstadt zurückerobern. Und da kommen die Römer schon wieder, die wollen es natürlich vermeiden. Okay, das muss man jetzt ganz geschickt anstellen an der Stelle. Könnten natürlich versuchen, den Angriff zu starten. Ja, haben sie es zurückerobern können, sehr gut. Nicht dorthin marschieren. Was machen die Römer jetzt? Unsere Hauptstadt gehört wieder uns. Okay, wir müssen jetzt hier abhauen. Das ist jetzt mal unser Ziel. Wir hauen ab. Die Römer haben auch keine Nahrung mehr. Die haben viel zu viele Truppen auch noch hier auf dem Gebiet. Versuchen jetzt hier erstmal abzuhauen. Okay. Hoffen wir, dass unsere... unsere Flotte ist hier in der Schlacht verwickelt und verliert die Schlacht leider wieder. Die Schlacht haben wir verloren. Jetzt versuchen natürlich nicht... Werden die wahrscheinlich wieder versuchen, hier die... Festung zu belagern, wa? Tja. Ja, das geht natürlich nicht an Rom. Ich habe minus 15 Kriegspunkte gegen Rom, was? Weil wisst ihr, was das Traurige ist? Ich bin ja eigentlich nur im Krieg mit denen, weil Lokri mich mit reingezogen hat. Und das Traurige ist, dass Lokri, diese Hundesöhne, dass das Hundesöhne sind, die mich ja nicht mal unterstützt hätten. Die werden Freunde, okay. Okay, die Provinz haben sie zurückerobert. Ja, die erleiden eigentlich... Ich weiß nicht, wie viel Nahrung haben die denn noch, diese... Die dürften auch gar nicht mehr so viel Nahrung haben eigentlich. Was wir jetzt hier versuchen, ist, diese 7400 Mann zusammenzuschlagen. Leider ist die römische Flotte zu groß. Das ist das Problem. Ah, nee, da kamen sie sich wieder gesammelt. Ja, Warscore ist jetzt... Die haben leider das Kriegsziel erobert. Das ist das Kriegsziel, ne, Lokri? Deswegen endet das Ganze hier. Höchstwahrscheinlich gegen uns. Da kann ich nicht viel machen. Da kann ich nicht viel machen, leider. Wir könnten den Krieg so normalerweise gegen Rom wahrscheinlich gewinnen. Hätte ich ein bisschen besser... am Anfang gehandelt, das Ganze. War ein bisschen unglücklich. Ah, das ist ein neuner General. So, blockieren die jetzt hier wieder. Ach, Rom. Ich bin mal auf die Friedensverhandlung gespannt, weil ich denke mal, die könnten mich komplett schlucken. Wo wir alle Schlachten gewonnen haben. Alle Schlachten gewonnen, aber... Rom könnte uns trotzdem schlucken. Das ist ja eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte. So, hauen hier einmal die Römer kaputt. Sehr schön. Ein weiterer Sieg. Tja, Lokri. Was mache ich mit euch? Kann ich nicht einfach rausschmeißen? Dann sagt Rom so, ja okay, dann ist wieder alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Ist hier irgendwo Söldner von Rom, die ich anheuern könnte? Die habe ich schon rekrutiert. Söldner bestechen. Aha. Rom hat Söldner rekrutiert. Ach, da sind auch Söldner. Ah. Pass auf, dann löse ich euch hier auf. Na, militärische Fortschritte wären natürlich zu einfach gewesen, ne? So, wir haben jedenfalls einen weiteren Punkt freigeschalten. Gehen wir mal dorthin, dass wir da eben dieses andere für den Forschungsgeschwindigkeitsbonus freischalten. So, euch anheuern wird mich finanziell komplett ruinieren, aber egal. So, marschiert bitte direkt nach unten. So, schauen wir mal. Ah, verdammt. Das gibt's nicht. Oh, nee, jetzt sind die im Sandwich, die Söldner. Frisch angeheuert und direkt im Sandwich feindliche Armeen, ha? Mal schauen wir mal kurz. Nein, wir verlieren die Schlacht. Die Römer sind zu stark. Das ist so ärgerlich. Ah, die haben Lokri wieder verloren, sehe ich gerade. Die haben Lokri wieder verloren. Oder haben die das erobert? Ah, ne, die haben das schon erobert. Warum sind die da mit mir immer noch im Krieg? Worum geht es denn jetzt hier in dem Krieg? Ne, römisch-lokrischer Krieg. Und Lokri ist raus. Hä? Leute? Geht es hier einfach nur noch darum, mich zu demütigen, oder was?
Ja, 16.000 Mann verlieren gegen 1.000 Mann oder was? Ne, haben wir gewonnen, sehr schön. Machen wir also als nächstes die 2.500 Römer da unten fertig. Sehr schön. Also große Siege feiern wir ja schon gegen die Römer. In Anführungsstrichen. Kurz unsere Provinz hier zurückerobern. So. Also Rom, wie schaut's aus? Keiner weiß, worum es geht. Letzte große Schlacht. Ah, der Krieg ist vorbei. Boah, Alter, ey. Ich nehme ihn, Euphemeres Taurit. Es gab weißen Frieden. Oh, Gott sei Dank, ey. Himmelswillen, ne? Da habe ich wieder meinen ganzen Skill gebraucht, ey. Boah. Das gewonnen haben, ey. Puh. Okay. Gut. Gut, gut. Jetzt haben wir auch erstmal Waffenstillstand mit Rom. Das ist doch auch schon mal etwas. Was wir jetzt kurz machen, ist ein, zwei neue Schiffe ausheben. So, unsere Finanzen müssten sich auch wieder bessern. Plus 6, sehr gut. Wir müssen jetzt quasi Geld sparen. Sparring, Sparring. Und dann will ich auf alle Fälle hier noch gerne erobern. Was ist hier los? Zypern heißt jetzt Zypern. Und Zypern ist für mich generell ein interessantes Target. Zypern ist schwach, ist verbündet mit Ägypten. Gut, damit hat sich das erledigt. Wenn die Ägypten... Ah, falscher Mann. Ach, verdammt. Wir müssen auf alle Fälle irgendwie gucken, dass wir eine größere Flotte bekommen. Wie auch immer das dann funktionieren soll. Schaut es denn kulturell aktuell aus? Anzahl der Bevölkerung. Ja, ich würde sagen, euch integriere ich mal auf Bürger zumindest. Oder wir machen die sogar ganz hoch? Nee. Wir machen sie mal auf Bürger erstmal. So, können wir uns noch eine Erfindung leisten. Sehr schön. Und danach können wir als nächstes gleich die maximale Forschungseffizienz erhöhen. Perfekt. Weil die ist eh schon auf 125%. Das ist ja aktuell schon das Maximum, was wir haben können. Okay, weiterhin Forschungspunkte. Schaut eigentlich festungstechnisch hier oben aus. Festung brauche ich hier oben keine. Arrogant wie ich bin, behaupte ich das jetzt einfach mal. Loyalität sinkt hier. Aufstand der Maritimer. Maritimische Revolution. Hä? Okay. Gut. Kann es auch übertreiben. Jetzt kann ich erstmal keine Truppen ausheben. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so blöd. Aber es ist schon wieder unnötig, was die hier machen. Echt, das ist schon wieder unnötig. So, jetzt jedenfalls plus 25% Forschungseffizienz. Da sind wir bei... gar nichts aktuell. Das ist irgendwie kollabiert. Ja. Na gut, aber wir kriegen das wieder hoch nachher. Ihr solltet gleich weg sein, wenn ich dann irgendwann in einem Jahr meine Truppen wieder ausheben kann. Ein exklusives Bankett. Ja, das klingt doch immer nice. Rivale am Hof. Ja, meinetwegen. Ja, natürlich ein super Timing, weil ich jetzt ewig meine Truppen nicht ausheben kann hier. Mann, ist das asozial. Was ist denn das hier? Armeen im Exil. Gut. Ey, kommt gar nicht raus, doch. Nein, kein Bündnis. Und mein Herrscher ist unverheiratet. Wie alt? Oh. Orangier war meine Hochzeit. Perfekte Gesundheit. Wie alt bist du denn? 43. Nee, sie ist zu alt. 36, 39. Warum sind die alle so alt? Gibt's hier keinen, der jung ist? Wow. Heiraten wir mal sie. Sie ist wenigstens noch eine. Die halbwegs gut ausschaut in ihrem hohen Alter. So, jetzt hat. Ja, jetzt kriegt ihr... Ja, jetzt habt ihr Angst, ne? Dachte ich mir schon. Feigenhunde. 4000 Mann hier. ein überwältigender Sieg. Wunderbar. Aber natürlich auch, da kommt natürlich auch mit rein, dass wir eine höhere Forschungstechnologie haben, ne? So, die kritische Kultur wurde gefördert. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil dessen, was uns stark macht. Ach, gab es deswegen den Aufstand vielleicht auch? Oh, sorry. Das habe ich dir aus Versehen gerade kaputt gemacht. Das tut mir echt leid. Okay, unsere Forschungseffizienz ist ja komplett kollabiert. Heieie. Korrupte Berater.
Syrakus hält 53 Gold. Das klingt gut. Generell auch kaum Illoyalität aktuell. Das ist alles relativ problemlos. Gefangene im Ausland. Naja. Was ist denn jetzt schon wieder? Können wir jetzt mal aufhören mit dem Scheiß? Aber auf der anderen Seite gibt mir das immer Geld. Wie viele Truppen haben die da? 502 Männer. Guck mal, das Rom sich einfach... Ich finde es auch interessant, dass Karthago nichts macht eigentlich, ne? Weil eigentlich hätte ich schon lange erwartet, dass Karthago mich mal angreift, aber irgendwie... Nicht so wirklich. So. Das geht wieder an uns. Wer hätte es gedacht? Und damit können wir unsere Armeen wieder auflösen. So. Damit ist hier Ruhe und Ordnung, Recht und Ordnung wiederhergestellt. Bauen eine weitere Bibliothek. Bauen ein Aquädukt. Fremdenfeindlichkeit. Natürlich die andere Wange hinhalten. Was auch sonst. So, und ihr hier, nächstes Mal Scheiße, gibt richtig auf die Schnauze. Seid euch gleich hier. Ne, ihr hier. Ihr Vögel, Alter. Ich möchte kein Bündnis mit euch. Wann versteht ihr denn das jetzt endlich mal? Könnt ihr mir noch so oft Anfragen stellen? Könnt ihr mir irgendwas importieren? Gut, Fisch und Getreide und so haben wir alle schon. Plus eins, Gemüse und Oliven würden sich aktuell noch anbieten. Oliven geht nichts, Gemüse geht auch nichts. Oh Gott, importieren wir Nutzvieh. Mehr Nahrung ist immer gut. Plus 6. Messana würde ich vielleicht sogar wirklich hergehen, irgendwann mal die Festung weiter ausbauen. 126, 127, schön. So mag die Krabbe das. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch das hier erobern. Den Klumpen. So, die Festung tue ich hier trotzdem weg jetzt mal. Loyalität sinkt weiterhin hier. Das ist ja etwas, was mir nicht so taugt. Macht es etwas besser, aber auch keine Lösung. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Warum generiert ihr zum Beispiel Illoyalität, Unruhe? Weil Polyrinia 8,33 Bevölkerung der Provinz besitzt. So unzufrieden sind die doch gar nicht. Also ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Kein Geld. Also hier oben wird es irgendwann Aufstand geben, höchstwahrscheinlich. Nicht das Gefühl, dass sich das vermeiden lässt. Wenn man diese eine Provinz könnte man nebenbei erobern. Das ist ja immer eine Sache. Warum sinkt die Stabilität eigentlich? Gefangene im Ausland. Nichts Besseres zu tun habe, als mich um diese komischen Gefangenen da zu kümmern. Problem übrigens, ich habe auch gar keine Flotte, ne? Tö. Ein paar Schiffe bauen. 2, 3. Ja, ohne Flotte brauche ich ja gar nichts machen hier. 1, 2, 3. Wollen wir die Römer uns wieder angreifen irgendwann? Sollten wir auf alle Fälle bereit sein. Könnte ruhig gerne ein bisschen höher. Wir haben 150% Effizienz, die wir rein theoretisch haben können. Aktuell komplett Stufe 3. Wo ist Rom denn zum Beispiel? Auch Stufe 3. Ich finde es eh ein Witz. Rom ist wieder so groß und stark und krass am Expandieren, aber juckt die gar nicht. Ah, wir verlieren 5 Stabilität oder Legitimität. Die Legitimität sinkt aber auch aktuell. Wegen unserer negativen Stabilität. Und die Stabilität sinkt immer weiter, weil... wegen integrierender Kulturen. Das läuft immer noch. Ist aber gleich fertig. So. Weg mit dem Idioten. Vielleicht wieder mit einem fähigeren Mann austauschen. So, seid ihr dann gleich integriert hier? Ja, jetzt hat. Hervorragend. Da ist ja doch unsere Stabilität wieder. Die sind integriert, sehr zufrieden. Es ist die Frage, ändert das... Warte mal. Moment.
Ah ja, das löst das Problem sogar fast. Sehr gut. Damit denke ich mal, dass die Provinz früher oder später auch loyal werden dürfte. Und vor allem kann ich jetzt hier bessere Truppen rausheben. Haben wir ja nicht heilige Dinger? Nee. Was? Importrouten? Lokal plus 2? Aha. Ja, ich habe nicht das, was ich gerne hätte. Mir fehlt auf alle Fälle noch ein Wirtschaftskollege. Ah, nee. Ah, hier Steuern. Ah. Ah. Das ist das Ding, was ich haben will. Dann ist meine Stabilität wieder gekillt. Erstmal wieder Forschungspunkte. Stabilität könnte man natürlich jetzt nebenbei mal wieder erhöhen, indem man hier ein göttliches Opfer mal kurz macht. Und dann machen wir hier folgendes. Und zwar unsere Handelsinvestitionen ausbauen. Mehr handeln. Wir brauchen ja unbedingt mehr Handelsrouten. Ganz, ganz wichtig. Very important. So, kann ich euch eigentlich den Krieg erklären? Nein, noch nicht. Wir müssen auch auf alle Fälle erst wieder an Gold kommen. Was ist denn mit den Typen? Wo sind denn die? Ach, die sind das. Nein, ich will kein Bündnis mit euch. Ich werde euch gleich schlucken. Rom hat sich übrigens noch nicht hierhin getraut. Auch ein Zeichen römischer Schwäche natürlich gegenüber uns. Was? Ah. Wir haben unbenutzte Handelsrouten, dadurch, dass wir eine neue haben. Bewohner Aufstufungsgeschwindigkeit plus 25%. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ein unbedeutender Charakter ist gestorben. Echt? Ein ziviler Forscher ist unbedeutend? Ihr macht Sachen, ey. Warum ist denn die Effizienz auch schon wieder so im Keller, ey? Oh, haut mal rein jetzt hier. 189, 190 steigt wieder an. Das wird noch interessant. Natürlich, das können wir erhöhen, indem wir ganz einfach hier Syrakus zu unserer brutalen Hauptstadt machen. Möglichst viel reinpumpen in Syrakus. Relativ unzufriedener Adel auch schon wieder hier die ganze Zeit. Ich hasse den Adel. Das sind so ätzende Menschen. Die muss man einfach hassen. Oh, was? Ein kleiner Nachtrag? Ah. Wir halten 6 Stabilität für 10 Einfluss. Jawohl, das klingt doch nice. Denke mal, dass unsere Stabilität auch wieder irgendwo bei 60 dann sich einpendeln dürfte. Der Tote erteilt und ereilt uns alle. Auch mich irgendwann und auch euch. So. Was ich gucken wollte ist, wie viele Truppen wir jetzt aktuell ausheben können. In Griechenland, ah ja, sehr schön. 6000 Mann, aber normal, also wir haben jetzt aktuell 12.000 Mann dann, ohne Söldner. Das ist in etwa ein Zehntel von Rom. Aber immerhin, besser als nichts. So, dann heben wir euch hier gleich mal aus. Ihr dürft gleich mal euren ersten Einsatz feiern. Regium wird ihr unterstützen. Das macht es jetzt ein bisschen komplizierter, weil jetzt muss ich nicht die anderen auch noch ausheben. Wir gleich mal dort in Position. Können wir zumindest mal plündern vielleicht. Vielleicht können wir da ein bisschen was plündern. Es gibt uns Geld und wie wir alle wissen, Geld regiert die Welt und ich regiere auch das Geld und andersrum und jetzt hat's auch. Gleich mal dorthin, die werden ihre Truppen ausheben, wir hauen die Truppen direkt auf die Schnauze. Hä? Ist doch jetzt ein Witz, oder? Karthago, ihr Bitchen, Alter. Ihr seid so richtige Pritschen, Karthago. Das ist so ein richtiger Bitch-Move jetzt, echt. Das ist so richtig asozial. Wow, einfach nur wow. Okay, ja gut, wir haben ja immerhin jetzt ein paar Truppen. Ach Gott, das ist jetzt so, ach, das ist so gemein. Ihr habt nicht mal eine Flotte, um hier meine... um meine Truppen zu transportieren. Verlieren die natürlich auch gleich die erste Schlacht. Die Idioten. Mann. Ich hab's gewusst, wisst ihr, das ist ja das Traurige. Ich hab's ja wieder gewusst. Ich habe ja gewusst, in der Sekunde, wo ich das gemacht habe, habe ich gewusst, okay. Bestimmt geht es jetzt irgendwie wieder schief. Natürlich hatte ich wie immer auch recht, als ich das gesagt habe, vermutet hatte.
Da gibt's ne. Oh, Rom ist. Aha, aha, aha. Oh, Rom ist auch mit. Oh, das ist gut. Oh, Gott sei Dank, Rom. Rom, ich liebe euch. Gut, die Schlacht haben wir schon mal gewonnen. Oh, oh, oh. Oh, mir öffnen sich gerade Toren und Türen. Oh, oh. Ihr wisst warum. Ihr wisst warum. Jawohl, Ski, heu euch mal an hier. Geht dort gleich mal mit hin, denn ich habe eine kleine Idee. Wir können nämlich jetzt mit einem Schlag große Teile karthagischer Gebiete erobern. Ist das hier, wenn es fertig wird? Okay, das ist eine. Also Karthago, da nehme ich alles zurück. Ihr habt mir eigentlich einen großen Gefallen getan mit der Kriegserklärung. Ihr Idioten. Schön. Kann ich mit einem Schlag da doch noch alle Gebiete erobern? Ha, gab es eine Schlacht, die habe ich gar nichts von mitbekommen. Die erste Schlacht haben wir gewonnen, die zweite Schlacht haben wir gewonnen. Also wir räumen hier wirklich gerade auf mit den Karthagern. Das finde ich super. Gut, dann machen wir direkt mal Belagerung dort. Meine Söldner schicken wir mal dort zu dem Hafen mit hin. Mal kurz gucken, was hier noch Festung ist. Ist hier auch noch Festung? Ja, hier ist auch noch Festung. Die Belagerung dort wurde gewonnen, deswegen können wir jetzt hier Frieden schließen. Sehr gut. Dann haben wir die komplette Insel im Besitz. Bist du illoyal? Hm. Bist nicht mehr illoyal. So. Erfindung wieder verfügbar. Haben wir denn so? Meine Pläne. Mal kurz meine Pläne wieder nachvollziehen. Verteidigung der Freiheit. Zivile Fortschritte war ja das Geile eigentlich. Gehen wir den Weg runter. Tja, Karthago. Natürlich jetzt ärgerlich, ne? Dass ihr mir hier in so einer ungünstigen Situation den Krieg erklärt habt für euch. Jetzt haben wir dann jeweils 10 Schiffe, 20 Schiffe. Ah, Karthago kommt wieder. Lass uns so selten mal kämpfen. Dafür habe ich sie ja angeheuert. Sehr schön. Söldner haben direkt einen großen Sieg errungen. Belagerung da oben dürfte auch nicht allzu lange dauern. Also ich bedanke mich echt bei Rom hier für diesen großen Gefallen. Aber das hat Rom natürlich nicht komplett unfreiwillig, unbedacht, uneigennützig gemacht. Die wollen natürlich selber Profit daraus schlagen, die römischen Hunde. So, das Ding plündern wir natürlich richtig hart. Das Ding haben wir. Ah, schön. Schön viel Geld auch, was wir da für uns nutzen können. So, wohin sind ja nicht des Weges, die Karthager hier wieder. Oh. Oh, oh, oh. Moment. Okay, nee, Schlacht haben wir. Nee, haben wir gewonnen. Alles cool. Könnt ihr gleich mal dorthin gehen? Dann erobern wir das hier noch. Was ist das hier eigentlich? Selinus? Bin ich mit denen auch im Krieg? Nee. Nee, mit denen interessanterweise nicht. Mit all dem Krieg, aber mit denen nicht. Na gut, wir holen uns jetzt noch das hier. Jetzt habe ich hier alles. Jetzt können wir eigentlich Frieden schließen, oder? Wie wär's mit Frieden? Ja, perfekt. Danke fürs Gespräch, Karthago. Pass auf, was wir jetzt machen. Ich müsste eigentlich einen Kriegsgrund dagegen haben. Ah, Sizilien vereinen. Wir erhalten 150 Politikeinfluss. Der Name Syrakus wird zu Sizilien geändert. Wir erhalten 4 Bürger mit guter Kultur und Religion und bla bla. Wir erhalten aufstrebende Hauptstadt, scheinbar permanent. Okay. Klingt gut. Mach mal, mach mal. Meine Damen und Herren. Sizilien wurde gegründet. Mit neuer Flagge. Das ist hübsch, finde ich. Ne, gefällt mir sehr. Sehr gut, dann bin ich raus für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder zu Imperator Rome mit Sizilien. Macht's gut. Tschüss.